Vorsicht! Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir sind in Berlin und zwar im ältesten Schwimmbad oder im Hotel? Nee, angeblich soll das die älteste Schwimmhalle von Berlin sein. Und was möchtest du da ausprobieren? Meine neue Schwimmflosse. Eine Schwimmflosse? Ja. Oder eine Meerjungfrauen-Schwimmflosse? Das ist aber auch ein Wort, ne? Meerjungfrauen-Schwimmflosse. Und wir hoffen, es ist nicht allzu voll, weil sonst wird es mit dem Film schwierig, ne? Ja. Und wir sind noch nie hier gewesen und das ist das, was wir jetzt gerade sehen hier. Geradeaus oder rechts rum? Was meinst du, Hanna? Geradeaus. Hallbad! Juhu! Hier, Sophie! Wir sollten Bescheid sagen. Ernsthaft, wir sollten Bescheid sagen, wenn wir ins Hallenbad gehen, weil wir dann einen extra Schlüssel brauchen. Wir müssen zurück, Schnuggi. Ich kann das ja holen. Meinst du, das schaffst du? Okay, dann renn los. Ich höre was angelaufen kommen und er stöhnt ganz schön laut. Hast du einen bekommen? Ja, ich bin aber so schnell gerannt, wie es geht. Es riecht auf jeden Fall schon sehr chlorig. Ja. Aber Licht wäre nett. Brauchen wir noch Badeschlappen, Hanna? Nein. So, wir sind jetzt. Das sieht ja sehr urig aus. Stimmt. Ich würde sagen, dann fangen wir an, uns umzuziehen und dann gehen wir ins Hallenbad, ne? So, Hanna versucht jetzt mit ihrer Flosse ins Wasser zu rutschen. Ist das sehr tief oder kann sie stehen? Okay, genauso groß wie Hanna ist. Du kannst deine Füße nicht bewegen, ne? Das sah schön aus, weißt du das? Einmal rüber und wieder zurück. Wow, Hanna wird angesprudelt. Das sieht so schön aus, weißt du das? Das war eine gute Idee mit der bunten Meerjungfrauenflosse, Hanna. Kannst du Rücken schwimmen? Ja. Deine Frise. Deine Frisur. Gut siehst du aus. Waren Sie bei einem neuen Friseur? Ja. Wer hat das denn gemacht? Herr Doktor. Die Krabbe Sebastian? Hi, unter dem Meer. Unter dem Meer. Mit seinen scheren Händen? Mama. Mhm. Schirmflosse hat. Eine Rolle vorwärts, Rolle nach links, nach rechts, Rolle nach links.
Kannst du das alles? Ach so, okay. Ey, du hast so große Füße, Hanna. Genau, da stecken ihre Füße drin. Das kann man mit einer Schleife festmachen. Und dann die Flosse oder den Überzieher über die Flosse. Und mit 4, 3 Druckknöpfen einfach zumachen. Und die gibt es in verschiedenen Farben. Hanna wollte die in Regenbogenfarben haben. Und ich verlinke euch die gerne unten in der Infobox. Gute Nacht. Vorsicht. So einen halben Körper. Aber ich weiß nicht, ob das hier geht. Ich hab was rausgefunden. Na? Das geht nicht gut, sondern immer. Mhm. Tschüss. Hallo, Frau Meerjungfrau. Wie gefällt dir das? Zu dem Outfit gehört natürlich eigentlich nicht nur die Schwanzflosse, sondern ein Bikini. Wir haben jetzt fürs Video haben wir den Badeanzug gewählt. Und für den Fall, wenn es nicht geklappt hätte, weil Hanna hat die jetzt tatsächlich zum allerersten Mal an, dann hätte sie die Schwanzflosse ausziehen können und einfach hier im Badeanzug ein bisschen spielen können, ne? Also wenn du möchtest, dann können wir sie zur Not gleich ausziehen. Aber Hanna hat sich so drauf gefreut, endlich diese Schwanzflosse ausprobieren zu dürfen. Und fürs erste Mal klappt das super, ne? Ja, sie ist richtig schnell damit, ne? Einen großen Fisch. Das Abendbrot ist gesichert. Ja, war noch zu zappeln. Das ist das Zubehör zu der Meerjungfrauen-Schwanzflosche. Was soll das sein, Mama? Das ist das Bikini-Unterteil und das ist das Bikini-Oberteil. Als Schleife. Genau. Und hier oben ist auch eine Schleife. Morgen früh möchte Hanna noch mal mit Papa schwimmen gehen. Ja. Und dann wird sie das anziehen, ne? Aber ohne Kamera. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtreffern. Tschüss! Und jetzt tauche ich noch ein bisschen mit meiner neuen Schwimmflosse. Dann mach das! Und jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch! Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr 2 weitere Videos anschauen.